Terranomen sieht aber richtig knuffig aus in dem Spiel, wollte ich auch noch mal sagen. Ja, also Vedramon Red finde ich total überflüssig. Also, das ist auch. Ich meine, da habe ich doch schon Gormon als Dinosaurier, ja, und Tyrannomon als Dinosaurier. Brauche ich doch nicht noch sowas. Da reichen doch Vedramon und Exvemon zum Beispiel aus. Naja, kannst du ja Neues machen. Man muss das ja jetzt sowieso nicht. Da ist es ja nicht so tragisch. Machst du ja am besten noch einen Galantmon. Wargromon und Angoromon. Schlüssel-Digimon, weißt du, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Das ist Gartoblitz, das weiß ich auch ohne dich. Ja, toll. Und was habe ich hier jetzt? Ich könnte auch Mega-Kabuterimon versuchen. Ja, ich habe jetzt hier nichts, kein Ding mehr da. Ich habe jetzt genug gekämpft, oder? Ich weiß es nicht. Wobei, allzu viel habe ich mit denen ja auch noch nicht gekämpft. Naja, ich sollte mal das Numimon ansprechen. So aus Prinzip. Also ich würde Kaiser Greymon wählen, von denen, die du da gefragt hast, weil ich den am meisten mag. Ja, Kaiser Greymon. Vielleicht sollte ich an der Stelle erwähnen, dass es Chaos Galantmon auch als Figur gibt. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die ist. Ich habe sie auch kaum gesehen, aber gecancelt wurde sie nicht. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Noch ein bisschen Weisheit vielleicht. Das könnte auch sein. Kacke. Ja, aber wo du das übrigens, du hattest ja vorhin erwähnt, Warmon und der Klogang bei Walt, der tödliche Klogang, ich weiß. Mhm. Irgendwie schade, dass man Warmon auch nicht haben kann. Ne? Irgendwie? Irgendwie schon, ja. Ich meine, ich weiß nicht. Ich vermisse sowieso so viele. Welche denn noch? Naja, zum Beispiel Kokatorimon ist zwar nichts Besonderes, aber es war in World. Geckomon. Geckomon konnte man aber selbst nicht. Nee. Meine ich. Hier noch? Nein, ich meine auch World. Konnte man nicht? Ich glaube nicht. Oder? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde jetzt ins Lösungsbuch gucken, aber ich habe keine Lust aufzustehen, weil das geht ja auf die Zeit. Wir wollten ja sowieso gleich Schluss machen. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch versuchen. Ein oder zwei Ultra. Genau, ich gucke jetzt noch mal kurz, was sagt er denn hier im Dojo? Wie gesagt, ich bin zu faul. Ah ja, hier. Lob werden. Und noch Agunimon. Ha, Weisheit. Ja, wollen wir mal gucken. Okay, nein, Taumon Silber. Gut, kein Daddy Devimon. Dafür gibt es ja Blackguardomon, schon klar. Weisheit bei Agunimon unrelevant. Und du hättest mir übrigens nicht früher mal was sagen können. Was denn? Sag dir dann. Egal, also Mega Kabuterimon habe ich, Mittel, die beiden habe ich immer noch niedrig. Bereit, bereit und nochmals bereit. Ey, toll. Also Gatomon kann zu allem werden. Wir können nichts verlieren. Ja, ganz ehrlich, bevor der jetzt hier gar nichts dann wird, dann mache ich lieber Mega Kabuterimon. Botamon zu Agunimon. Ich meine ja, weil wir hatten ja auch ein Bota, was dann... Das ist die Frage... Ja, Schautmon, Red Vedra und dann hast du... Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Sinne, ne? Also auf jeden Fall Schautmon, ja, und dann Red Vedramon, genau. Ja, also ich mache einfach Geschwindigkeit bei ihm hier. Hier mache ich noch ein bisschen das. Ich behaupte auch einfach mal, Meramon kann auch so. Aguni. Ist zwar nicht hundertprozentig sicher, aber... Eventuell, ne? Ich finde, das macht irgendwie Sinn. So Feuer, Mensch, genau. Irgendwie sollte man das erwarten. Aber weißt du, man sollte so vieles erwarten. Ich meine, ich will ja auch nicht erwarten, dass Tanemon zu Renamon digitiert, ne? Im Prinzip. Ich habe schon so viel MP. Vielleicht würde ich doch noch was anderes bei Gatomon machen. Ja, vielleicht ein bisschen TP. Das. Nachdem ist das Klo. Aber ich muss nochmal zu Fleisch fahren.
Genau, werde wieder gelobt. Gib mir gute Informationen. Seid brav. Ja, pass auf, das ist auch wieder unrelevant. Ah, guck mal, die kaufen sie wieder weg. Oder nee, doch nicht. Aber ich glaube, wenn die sterben, dann sind sie wieder weg. Weil ich hatte schon mal einen Kackhaufen, der war auch weg und die Leiste war auch leer. Ah ja. Beide Punkte von Nagunimon. Nur ein Strich. Ja, und das ist auch uninteressant. Also wie gesagt, Gatomon muss ich jetzt gar nicht mehr gucken. Gatomon wird auf jeden Fall irgendwas digitieren. Möchtest du etwas sagen? Ich habe eine Kirsche bekommen. Aha. Was ich glaube, ich muss den Bot mal richtig einstellen. Wieso? Weil Barry hat einen Link gepostet, der wird gelöscht. Vielleicht solltest du ihn jetzt auch wieder rausnehmen. Ich guck mal kurz auf. Du passt ja auf und. So. Du brauchst auf jeden Fall Geschwindigkeit. 750 und du hast, naja, gleich hast du es. Was weiß ich, und du machst nochmal ein bisschen P. Das soll gut sein. Was hast du denn da für ein Link gedingst? Ach, Super Rimo Armor Level oder was? Ah, ja doch. Oder? Ja, aber der wurde halt gelöscht. Achso, ja, jetzt ist er ja drin, oder nicht? Oder sehe ich ihn hier? Achso, ich sehe ihn nur, aber er wird gelöscht. Ah, okay. Option. Perimon ist auf jeden Fall ein Hase. Wie kommst du denn da auf Otter? Ja. Also, das ist mir jetzt eine große Rätselfrage. Wie kommst du da auf den Otter? Nein, ja, ich mag kein Fleisch natürlich nicht. Toll, Wargo. So, und du kriegst wieder Pilze. Und sowas halt. Ich behaupte einfach mal. Ja, doch, ich bin mal so frei. Dings erlaube ich. Erstmal. Solange es nicht nötig ist, kann ich. Wir machen ja sowieso auch gleich Schluss. Wie gesagt, ich will ja eigentlich nur noch hoffen, dass jetzt einer, irgendeiner von den beiden gleich zum Ultra wird. Eigentlich denke ich Gatomon. Waren er denn schon bereit? Bei allen dreien. Ah, okay. Deswegen sage ich da, ist mir eigentlich egal. Gatomon wird auf jeden Fall irgendwas. Ja, Barry, ich hab dich jetzt gefragt, wie kommst denn du da auf den Otter? Aber ich, übrigens sage ich jetzt noch an dieser Stelle, bevor wir dann Schluss machen, damit das Training sich auch lohnt, holst du noch Tyranno und Gobli. Ah, ne, Gobli erst mal, aber Tyranno. Barry, wie oft habe ich dir gesagt, Digipedia ist scheiße. Yeah. Man geht nicht auf das deutsche Digipedia. Die haben keine Ahnung und schreiben das immer so dämlich hin. Was weiß ich nicht, Wikimon. Oder das war Englisch. Ja, genau, oder frag meinetwegen auf DW, das ist ja egal, aber nee, nicht dieses deutsche Digipedia. Ja, die haben so viele Fehlinfos. Klar, ich schreibe Metallgrämon auch mit Doppel-L, ne? Ja. Das ist ja nicht mehr das Schlimme. Die haben dieses Fanart, wo einer mal. Ja, dieses Aegistramon, ne? Genau, und das echte haben sie als Aegistramon Gold betitelt. Ja, und das Savers-Argumon, das normale, haben sie als Argumon Burst drin, obwohl Argumon Burst wieder was anderes ist. Ja. Also das ist ja schon irgendwie alles. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur welche Behauptungen aufstellen, sondern wir begründen auch. Vielleicht solltest du auch mal dein Gesicht abnehmen. Ja, wie gesagt, Barry, man merkt, dass es Schwachsinn ist. Prärimon ist eindeutig ein Hase. Halt ein Prärimon. Wie, was? Und die halten sich im Wasser auf? Nein, den Rosenpalast haben wir noch nicht gemacht, richtig. Also, zwar. Geh mal auf Wikimon. Ich will mal wissen, sofort, ob die das jetzt übersetzt haben gleich. Auf unseren Speicherständen haben wir den schon gemacht. Nee, ich und, nicht. Ja, du noch nicht ganz. Ich aber und hier jetzt bei dem Livestream Let's Play noch nicht. Ach ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht doch noch ein bisschen Geschwindigkeit. Er will einfach nicht. Keiner will digitieren. Steile so. Wie den japanischen Namen, wie heißt das nochmal im Dub? Ist das ja auch Prärimon? Ja. Müsste eigentlich. Eigentlich dachte ich auch. Otter. Ja, hier, Prärimon steht hier auch echt da. Ja, der Name, aber ich rede von dem Text, was da drin steht. Profil. Achso, klar, ich bin mal so nett, ich gehe mal näher ran. Einfach dein Profil.
Oh, bitte, wird noch nicht übersetzt. Dann geh mal auf das Japanische und übersetzt das einfach. Ergatomon und Vedramon Rot legen irgendwie beide sich gleich hin. Ja, Gatomon digitiert jetzt. Also wie man da reinkommt in den Rosenpalast, man muss halt die Aufgaben von Leomon machen. Erstmal mit Lili, mit Vegimon, ich meine auch Goblin und Tyrannomon, dann nochmal mit ihm reden, dann kommt Ogremon, dann kommt die Sache mit Scheingremon und dann kann man gegen Herkules Kabuterimon und Rosemon kämpfen. In dieser Reihenfolge, soweit ich das gerade im Kopf habe. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Angewomon bekommen. Okay. Aber irgendwie, er selber will nicht. Dabei ist er doch eigentlich älter, ne? Ah ne, er ist älter, okay. Er wird wahrscheinlich mega Kabuterimon werden, also. Ist ja nicht schlimm, ist ja das Rote. Oder? Ja, wir hatten ja nur das Blaue. Aber hey, wir haben immerhin Angewomon, also was soll's. Bisschen Fanservice halt. Ich find's nur irgendwie ein bisschen dämlich, so ein... Warum wird so ein rotes Vedramon zu einem Käfer? Das macht so gar keinen Sinn, finde ich irgendwie. Aber naja, es macht ja so vieles keinen Sinn. Ja, DG ist auch. Ist digitiert. Ja, also ich muss sagen, auch die Fanseite, also ich sag das jetzt auch so, also ich habe das schon ein paar Mal verglichen, ich finde das Rot ist so blöd. Die hatten da auch mal, auf der HP zumindest, die hatten da auch mal andere Farben. Und ja, auch Blau, das habe ich gerne genommen, aber das Rot, das ist so aggressiv und das kann man auch gar nicht mehr wechseln. Und ja, ich kenne die Seite auch und es ist leider auch sehr, sehr, wenn du den japanischen Begriff nicht kennst und ja, alles im Japanischen ist sowieso viel besser. Klar, natürlich, die Japaner geben sich mehr Mühe in vielen Dingen, das ist schon wahr, aber es ist ziemlich einseitig. Und das Wiki, ich weiß gar nicht, also eigentlich ist es ja nur von Wikimon übersetzt. Was ist daran jetzt so schlecht, frag ich jetzt so mal? Wahrscheinlich die Aufmachung. Ja, auf der Seite sowieso nicht. Nee, die Seite kann man nicht lesen, aber ich meinte auf dem Wiki, was die haben, was daran so schlecht ist. Weil wie gesagt, auf der Seite habe ich auch immer Probleme. Das ist so klingend und wegen dem Rot, das muss ich immer markieren. Übrigens, also musste ich markieren. Um nochmal jetzt wegen Perimon drauf zurückzukommen. Ja. Hier wird halt nur gesagt, dass es ein Tier-Digimon ist, also Beast-Type. Und dass es hier Löcher gräbt und alles, um sich dann auch zu verstecken und so. Also ja. Es ist auf jeden Fall ein Perimon. Aber da steht kein Otter. Nein, da steht nichts mit Otter. Ja, und da frage ich mich jetzt wieder, also Wikimon hat es jetzt nicht übersetzt, es steht aber auf der japanischen Seite, die immer mal wieder hier und da ein Update bekommt. Und da frage ich mich, woher kommt dann jetzt auf einmal diese Info von Digipedia? Ey, guck mal, ich schreibe jetzt hier. Ja, ich finde, das sieht aus wie ein Otter. Ja, dann ist es auch ein Otter. Und das ist total dumm. Ich kann nicht Sachen schreiben, die nicht irgendwie irgendwo belegt werden. Das geht einfach nicht. Ja, ja, ihr bekommt gleich noch. Wie, habe ich schon was gekriegt von dir? Okay. Da habe ich euch vorhin nur nicht angesprochen. Ja, genau, jetzt haben wir eine goldene Eichel bekommen. Ja, damals war das aber auch noch eine andere Seite. Da waren es zwei verschiedene Seiten auch noch. Nach recht. DG, ja. Achso, DG meinst. Das ist so eine Fusion. Ach nee. Das hat sich auch Barry gerade nämlich bezogen wegen. Damals war die Seite sehr nett. Heute keine Ahnung. Ich dachte, sie meinte mit Digipedia. Nee, sie meint auf jeden Fall DG. Ja, okay. Einlagern. Ich lege die jetzt erstmal ab, weil wir sie noch nicht haben. Oh, doch, wir haben die. Naja, dann kann ich auch doch eine mitnehmen und verkaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, 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 ich gehe ja schon. Wir empfehlen auf jeden Fall Wikimon. Digimon Sword. Ja, das auch, aber da haben wir ja kein Wiki. Nein, haben wir auch nicht. Ja, richtig. Kommt vielleicht irgendwann mal. Selbst ausgedacht. Ja, hatte ich schon mal indirekt so ein bisschen. Ich habe das ja mal angesprochen, aber ich wollte nur so überwiegend anime-technisch tatsächlich, ja, weil es also ist einfach. Also die nötigsten viel. Fakten und nicht wirklich jedes x-beliebige. Gut, hatte ich schon angesprochen. Das reicht auch für die meisten, also. Wenn man es dann wirklich ausführlich haben will. Ach Shin ja. Und Shu. Ja, Shin und Shu heißen die eigentlich. Aber die hatten auch, glaube ich, mal die Mutter von Rika, Romiko. Da hatten die, glaube ich, auch den englischen Namen stehen oder so. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, irgendwie anders oder sowas.
Und deswegen ist es ganz schlimm. Und wie gesagt, wenn da nichts mit Otter drin steht auf der originalen Seite, dann kann da auch nicht einfach sein Otter, ne? Also, der Name kommt halt von dem Präriehund und das ist auch im Profil steht gezielt. Wobei es eigentlich wie ein Hase aussieht. Ja, es steht aber halt, dass es ein ja. Beast-Type ist. Und auch alles mit den Löchern quer. Wobei Hasen graben auch Löcher. Ja, ja. Ja, hier, da sieht man, da. Ne? Okay. Ich habe das jetzt einfach so gekriegt von Lili, ich verkaufe es auch einfach. Otter machen aber keine Löcher. Also ein Otter ist für mich sowas wie Otaro aus Pokémon. Otaro, Otaro! Ist ein Otaro. Wie, wer, war, wo, was ist süß? Frage mich auch gerade. So, jetzt gehe ich da nochmal hin. Ah, nee, warte, erstmal will ich nochmal einkaufen. Ah, achso. Ja, ich hatte heute ja auch einen Gilmon. Ich fand Gilmon eigentlich ganz knuffig. Aber das Laufen fand ich, die Laufanimation finde ich ein bisschen bescheuert. Auf aber jeden Fall sieht Gilmon hier besser aus als Indiecode und Redigitize. Also da ist der so. Und so Saver's Anasa Mission. So dünn und lang. Ich mochte das Artwork sowieso noch nie, das Modell. Nee, also da war der richtig hässlich. Also da bin ich froh, dass sie ihn hier ein bisschen schöner gemacht haben. Niedlicher halt, Anime-Style-mäßiger. Ja. Ja, das stimmt, das weiß ich. Dass die da vorkommen, weiß ich ausnahmsweise. Ja, ich weiß auch einiges noch. Und tauchen ja auch in dem Film auf. Genau, in dem Frontier-Film. Nein, genau. Das ist richtig. Ja, gut. Ich will ja keine falschen Infos ausspucken. Man kann sich ja trotzdem mal vertun. So, jetzt gehe ich da hin. Halt, warte, hatte ich das Essen mit? Ja, hatte ich, ne? Ich schaue wieder nochmal. Ja, das war doch dieses beste Fleisch, ne? Ja. Bestes Fleisch, 31 Mal. Gut. Also ja. Ja, aber nicht, dass ich jetzt außersehen so, wir sind ja so im Gespräch und so und außersehen fliege ich dahin und dann habe ich es nicht und dann muss ich wieder zurück und habe das Geld ausgegeben. Ja, genau. Der Autopilot ist da weniger das Problem, der kostet mich ja nicht viel. Ne? Und den kriegt aber man ja auch regelmäßig geschenkt. Achso, ich kann ja einfach mal gucken. So im Prinzip. Ja, es sollte um 20 Uhr eigentlich Schluss sein, aber wir holen jetzt noch Tyrannomon, damit das zum Schluss nicht nur dieses dumme Training war. Genau. Und oh, wir müssen cool. Die Zeit auch so knapp auf 2 Stunden noch kriegen für YouTube, damit das von den Parts her passt. Ja, wenn man ein bisschen kürzer ist, ist auch egal. Ja, zum Ende ist das auch nicht schlimm, wenn das mal so 20, 25 ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur 10 oder 15 wäre, das wäre doof, finde ich. Oder beschwert sich jetzt einer, wir sollen ausmachen. Und wenn ihr euch beschwert, können wir hier gerne ausmachen, kein ja, Thema. Ist ja egal, das ist nicht mein Problem. Ah, guck mal, Mega Kabuterimon ist auch so eine feile Sau. Der Pupsantrieb, ne? Ich mag Mega Kabuteri auch nicht so gerne. Ich finde Kabuteri cooler. Aber ich mag auch Herkules Kabuteri wohl nicht. Ey, die sind aber beide irgendwie faul, ne? Ja. Wobei der irgendwie unlogisch ist, ich weiß nicht, aber Mega Kabuterimon müsste eigentlich mit seinen Flügeln schlagen. Warum muss ich übrigens gerade an so, die Adventure-Folge mit Lady Devilmon denken? Ja, weil die beiden davor. Weg da, du bist schon wieder im Weg. Oh, entschuldige bitte. Schlecht finde ich den auch nicht. Aber es gibt halt, ja, der Panzer ist es bei mir halt. Ja, Kuwagamon mag ich auch ein bisschen mehr. Ach nein, ich darf da jetzt gar nicht hin, du Esel. Ich muss jetzt das mit Meikumon machen. Ja. Ja, wenn ihr die Quest mit Meikumon angenommen habt, müsst ihr das erst machen, sonst geht das nämlich nicht. Also wird das jetzt nichts mehr mit Tyrannomon. Ah, dann machen wir das mit Meikumon. Ich denke, ich krieg das hin. Oder? Warum will das nichts mit Tyrannomon? Weil er mich da nicht durchlässt. Achso, stimmt, stimmt. Oh, er träumt schon wieder. Ja. Also, Ghost Shadow sagt, wir dürfen nicht ausmachen, weil es endlich flüssig läuft. Das wäre ja mies, ne? Ja. Ja, hier, machen wir ich empfange die letzten Spuren der Datenwellen. Sieht aus, als hätte es einen Kampf gegeben. Er kann nicht gut ausgegangen sein. Wir müssen uns beeilen. Halt, da drüben. Herr Pidomon taucht auch in Frontier auf. Ich finde das total doof. Mhm. Was? Es sind auch Menschen in dieser Welt? Ja, nee. Guck, Angeromon ist doch auch hier. Ihr wollt doch gar nicht kämpfen. Guckt sie an und gibt uns das. Hey, du da, ich möchte dich etwas fragen. Huch, was hast du da? Das könnte das sein, wonach wir suchen. Darf ich es mir mal ansehen? Ich hab nicht ja gesagt. Captain, das solltest du vielleicht lieber nicht anfassen. Ah, ich hab's berührt.
Stopp, hör auf! Wir sind zu spät. Hey du, da gib das her! Ohne Kaffee solltest du das nicht tun. Oh Mann. Gott, sind die blöd. Ja, in Gewohnmann hat leider noch nicht so die hohe Verteidigung, wie ich mir das gewünscht habe. Mega Kabuterimon hat leider nicht die gute MP. Sie hat MP und er hat HP. Naja, egal. Aber guck, das haut hin. Das wird noch. Ja, ich geb dir schon hier MP. Das. Ja, guck, siehst du? Ja, genau. Ich hab mein Item gekriegt. Gierschlunde hier, ey. Warum so stark? Wir müssten uns beeilen. Ah! Wir sollten hier sofort verschwinden und Meldung erstatten. Tja. Was soll denn das alles? Ich sollte zu Meikumon gehen. Jetzt kann ich immer noch nicht. Ich muss sie wirklich beenden. Weil sonst lässt er mich da nicht durch. Das ist gemein, aber das ist so. Er gibt zwar eigentlich keinen Sinn, aber irgendwie. Es ist ja nicht so, als wäre diese Quest mit Meikumon lebensnotwendig, ne? Und denk dran, dass du dann gegen Meikumon kämpfen musst. Ich hab die eben auch geschafft. Ja, ich sag's dir auch. Aber und ich denke mal, bevor ich da bin, werde ich wahrscheinlich auch nochmal schlafen. Nein. Doch. Ich sammle einfach noch ein paar Items ein, dann geht die Zeit noch ein bisschen rum und die schlafen. Ja, also ich fand Kabuterimon eigentlich auch immer recht cool. Aber ich gebe ja zu, Mega Kabuterimon ist ja auch irgendwo ganz nett. Ne? Aber wie gesagt, er war ein bisschen langweiliger. Ne? So im Prinzip. Ja, ich finde Kuwagamon ist, ich finde den cooler, aber ich gebe zu, Kubamon mag ich genauso wenig. War doch hier, oder? Ja, das war da. Genau. Und deswegen. Ja, siehst du, da haben wir es nämlich. Obwohl ich ja eigentlich so stark bin, denke ich auch gleich nochmal kämpfen. Ja, besser ist es. Oh, die wollen gelobt werden, das ist doch toll. Aber er dreht immer den Kopf so komisch. So, loben? Was ist ein Loben? Ah ja, okay, kannst du Chaos Galadon werden. Das macht so vollends keinen Sinn, aber naja, das ist... Poseidamon, Ufanimon, auf jeden Fall Magnadramon. Ich schätze mal wahrscheinlich auch Minervamon wieder. Ja, da wissen wir jetzt nur das und das. Na, will noch eins kämpfen? Er will doch alle kämpfen. War klar. Kurata scheiße. Aber man muss sagen, Kurata ist als Gegner gut gemacht. Ja, er ist zum Hassen. Oh ja, ich glaube, ich nehme die Fähigkeit auch wieder raus. Sie macht mir das zu oft. Ja, aber irgendwie nur diese blöden Black Gabumon. Aber das habe ich ja auch nicht abgestritten, die Black Gabumon. Aber so ein paar andere eigentlich ja nicht. Und mir ist das jetzt noch nicht passiert, aber ich sehe es ja hier gerade. Also mir ist das auch bei meinem Spielstand schon passiert, dass die wollten. Ah ne, das war das gar nicht. Ja, das wollte ich wegmachen. Nimm das, nimm den heiligen Strahl. Es war eigentlich die Attacke von Pegasusmon. So, ich campe jetzt einmal. Genau so ist es. Ja, hatte ich ja vorhin auch schon leicht erwähnt. Ja, campe. Der ist quasi, man kann es auch mit Danzo vergleichen. Ein Charakter, den man hassen soll. Also wirklich so böse und hassen soll, sind gut geschrieben. Und das ist. Und gerade deswegen finde ich Kurata in Digimon als einer der besten Gegner. Ja, ich wollte jetzt nicht Antagonisten sagen, weil es ist ja nicht in diesem Sinne, sondern Gegner, ja. Die es allgemein gibt, weil in fast keinem anderen Anime. Naja, es gibt schon welche bestimmt in einem anderen Anime. Ja, aber nicht so, dass das ein Charakter ist, den man wirklich. Dass er so geschrieben ist, dass man ihn hassen soll. Und das erreicht er ja. Du bist so ausschweifend. Und dann sagst du zu mir immer, ich soll nicht so ausschweifend sein. Ach, selber. Ja. Genau.
muss ja auch begründen, warum ich das so sehe. Und nicht nur einfach sagen. Ja, ist ja gut. Danke. Ja, das stimmt. Die Kleinen, die sind einfach so blöd. Oder es liegt einfach daran, weil es Black Gabumon ist und so laut Motto, ja, das ist ja trotzdem ein Gabumon und das will kämpfen, weil es ist ja stark. Ja, der ist voll weggeschoben. Ich habe eine Technik gelernt. Hey, Vital. Ist nur die Frage, kann es überhaupt erlernen? Es war ein dunkler Geist. Das erinnert mich an Metal Edemons deutsche Attacke. Dunkler, bösartiger Geist Deluxe. Mir fehlt nur noch das Ultimativ davor. Also ultimativer, dunkler, bösartiger Geist Deluxe. Entschuldige bitte. Ah ja, ich gebe euch jetzt einfach ein bisschen Heilungs- und so Dings hin. Das ist passbar. Bis ihr pennt, dauert mir das zu lange. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, gut, okay. Noch ein paar MP-Dinger. Ja, okay, so, passt. Okay. Weil es dumm ist, ich muss es nicht mehr ansprechen. Ich muss nur... Doch, okay. Also, als ich hier heute war bei meinem Spielstand, ja, da wollte ich die Frucht einsammeln und da ging das los. Hast du etwas gefunden? Tagota erklärt, was alles geschehen ist. Was? Eine andere Welt? Dann werde ich wahrscheinlich gejagt. Mensch, ich? Da bist du. Ja, die gibt's auch alle spielbar. Nicht bewegen. Wir benutzen ein Kraftfeld. Widerstand ist zwecklos. Du kommst mit uns. Warum? Ich? Ah! Was zur? Ich hab gesagt, nicht bewegen. Ah, rot. Aua, meine Augen. Du nah, wie konntest du? Mit einem Schlag. Ja, Eisleomon ist auch blöd, weil eigentlich Pangeamon, ne? Oh ja, Belfumons Leap-Mode, das ist toll. Ja, 35, aber wir schaffen das. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf die Verbindung geachtet der beiden, aber... Ich glaube nicht. Wieso? Ich glaube aber, dass die Verbindung nicht gut genug ist. Eigentlich sollte ich doch glauben, dass Angebomon gegen dunkle Attacken nicht wirklich anfällig ist, oder? Also, ihr kennt das Adventure-Prinzip nicht. Ne? Ja. Ja, und ich sollte auf jeden Fall MP bei Mega-Kabukirima noch trainieren. Ja, es ist voll anfällig gegen dunkle Attacken. Das ist voll scheiße hier. Ich verstehe das gar nicht. Total unlogisch. Angebomon, du bist doch ein Angebomon, oder? Oder bist du doch was anderes und ich weiß das nicht? Was haltet ihr eigentlich davon mal, wenn wir so einen 24-Stunden-Stream machen? Nein! Das würde mich einfach mal interessieren, ob das überhaupt Interesse besteht. Ah, hier ist natürlich übersetzt Himmelsweihe, klar. So. Wo bin ich? Du bist ein Mensch? Ist dein Gedächtnis... Gedächtnis? Ich erinnere mich. Es tut mir leid. Ich werde zurückgerufen. In die andere Welt. Leb wohl, danke. Makemon hat etwas auf den Boden gelegt, bevor er verschwunden ist. Ah, er. Eigentlich ja wohl eher es, aber egal. So. Ja, das Add-on blablabla gemeistert. Ja, also wir können jetzt durch den Digitationsgegenstand, den wir haben, können wir theoretisch, wenn wir einen Rookie hätten, das Champion... Nein, wenn wir einen Champion hätten, das Ultra. Makemon ist ja Level Champion. Wie Gatomon. Wenn wir einen Rookie haben, können wir dadurch Makemon kriegen. Das ja, dann so halt, aber damit kannst du ja auch das andere halt. Ist ja alles dasselbe im Prinzip. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen... Nee, ich leg das erstmal ab. Schon trotzdem irgendwie ein bisschen einfallslos so von Bandai, dass Makemon auch wie Gatomon eine Katze ist und beide Level Champion, ne? Also. Das erinnert mich irgendwie an Ophanimon Fall Down Mode, was eigentlich ein Lilithmon ist. Ah ja, das gab's ja auch, ne? Ja, also nicht hier. Nee, nicht hier, aber insgesamt, genau, das ist auch ein bisschen doof. Hat sie mir das auch? Ja, klar, es ist Lady Devimon, aber getarnt. Sie wollte nicht auffallen. Hat sich geschminkt. Und weit will sie hier Mega Kabuterimon killen. Du brauchst MP, mein Lieber, auf jeden Fall. Und sie brauchen ein bisschen Ausdauer und so. Jetzt holt's aber Tyrannomon. Ja, ich warte nur noch bis der nächste Tag hier kurz. Sie schlafen ja eh gleich.
bin ich schön und das Biest. Da siehst du, wir wollen mit ihm schlafen. Ja. Also ich gehe mal hier hin.